Hallo, hallo, willkommen auf der Leseinsel mit der nächsten Veranstaltung. Sie sehen hier Alban Nikolai Herbst, Autor von Büchern in eigentlich fast allen Gattungen, vielen Romanen, die Sie wahrscheinlich auch kennen, Erzählungen, Hörstücken von Lyrik, von Essays, und ich bin sehr froh, ihn heute mit seinem neuen Roman vorstellen zu dürfen, Briefe nach Triest, was einerseits ganz passend zum Gastlandauftritt Italiens passt und andererseits in ganz andere Richtungen führt. Also ein großes erzählerisches, lustvolles Abenteuer. Und ich bin sein Verleger und werde jetzt mich um die scheinbar unmögliche Aufgabe, sein Buch, Ihnen eine konkrete Idee zu geben, was sein Buch eigentlich ist, listig herumdrücken, das soll er selber erklären. Aber ich versuche, ihm ein bisschen dabei zu helfen. Ich beginne mit einem Film, den Sie vielleicht kennen, weil das eine schöne Brücke zu diesem Roman schlägt. Der Verfilmung des Theaterstücks Cyrano de Bergerac des Theaterstücks von Edmond Rostand. Es gab also in den 80er Jahren oder Anfang der 90er Jahre da einen Film mit Gérard Depardieu und Isabelle Adjani. Ein dummer Offizier verliebt sich in eine schöne Frau und ist aber künstlerisch und intellektuell nicht in der Lage, ihre Aufmerksamkeit zu erringen, und sucht sich einen Postillon d'amour, einen hässlichen Mann mit einer sehr, sehr langen Nase, fast wie Pinocchio, der aber wunderbar schreiben kann. Und so erringt er zu ihrem Unglück diese schöne Frau. Also die Briefe des hässlichen Mannes erringen dem schönen, dummen, die schöne und intelligente Frau, der Postillon d'amour. Was hat das mit deinem Roman zu tun, lieber Alban, oder was hat es überhaupt nicht mit deinem Roman zu tun? Überhaupt nicht kann man nicht sagen. Es hat insofern nichts damit zu tun, als dass ich an Cyrano überhaupt nicht gedacht habe. Aber in der Tat ist es so, dass man sagen kann, der Cyrano ist die negative Folie dessen, was ich erzähle, oder mein Buch ist die negative Folie dessen, was der Cyrano erzählt. Ich kann es ganz kurz umreißen. Ein Komponist und Bratschist und Saxophonist, also Musiker, hatte eine 5 Wochen währende, nicht Affäre, es ist wirklich eine Beziehung. Und das ist mit großer Leidenschaft gewesen. Die beiden haben sich, er wohnt in Berlin, die Frau in Triest, und die haben sich Briefe geschrieben, manchmal 10 am Tag, und das per Mail versendet. Und dann trennt sie sich von ihm. Und dann hat er einen Freund, der Schriftsteller ist, und sagt ihm: Du weißt du, ich akzeptiere die Entscheidung. Es ist furchtbar für mich, ich akzeptiere die Entscheidung, aber mir fehlen diese Briefe so. Könntest du vielleicht an sie diese Briefe schreiben? Denn wenn ich das tue, wäre das ja Stalken. Dann würde es ja heißen, dass ich es nicht akzeptiere. Aber wenn du das tust, so. Und dieser Freund hat auch Bedenken ein bisschen und sagt, er wird immer bezahlt von seinem Freund. Es ist also ein richtiger Auftrag. So, und dann fängt er an, und er hat diese Frau nie gesehen. Streng genommen kann er gar nicht wissen, ob sie gibt. Es gibt aber Zeugen.
Und diese Zeugen erzählen ihm, das ist so ein befreundetes Ehepaar, die erzählen ihm dann, wie sie ausgesehen hat und wie großartig das gepasst hat, dass keiner begreift, warum jetzt plötzlich Schluss ist. Und dann fängt er an zu überlegen, ich muss einfach ein Paar erfinden, bei dem das klappt. Und dann erfindet er eine Spiegelfigur der Triestina. Und diese Spiegelfigur lernt dann einen Mann kennen und unter ziemlich günstigen Umständen. Und sie verändert sich aber immer leicht. Also diese Spiegelfigur ist nicht identisch mit der Triestina, also es gibt Veränderungen. So, und diese Veränderungen sind es aber, dass dann auch das wieder schiefgehen lässt. Das wird in den Briefen auserzählt, dann erfindet der nächstes Paar. Er wird auch schon immer verzweifelter. Und merkt überhaupt nicht im Laufe des Romans, dass er sich jetzt verliebt hat. In eine Figur, von der man nicht sagen kann, ob sie überhaupt gibt. So, parallel bricht die Pandemie über die Welt herein. Ja, sogar noch der Ukraine-Krieg, was dazu führt, dass alle Figuren auch nochmal anders reagieren. Und er dann sich entschließt und sagt, so, jetzt muss ich direkt selber nach Triest. Was er rausgekriegt hat, ist, dass sie an der Uni lehrt und weiß auch den Hörsaal und sagt, ich muss nach Triest. Und wenn ich jetzt weiter erzähle, ist es Spoilern. Eingewoben in das Ganze ist die Frage ist immer, was heißt denn das eigentlich, Liebe auf den ersten Blick? Also zwei sehen sich an und wissen. Es gibt darüber von Ernst Bloch einen ganz großen Vortrag am Beispiel von Elektra und Orest, Anagnorisis. Also jedes Erkennen ist ein Wiedererkennen. Und wenn Sie jetzt das Wort, Sie erkannten einander biblisch nehmen, wissen Sie auch, was das heißt. So, das geht hier hinein und dann wird erfunden, dass die besitzt werden von Geisterfiguren. Um dieses Ding zu erklären. Mehr will ich nicht erzählen. Also mehr wollte er nicht erzählen, hätte ich auch nicht zugelassen. Aber Sie haben jetzt schon eine leise Ahnung, einen leisen Verdacht. Es könnte sich hier tatsächlich um einen Liebesroman handeln. Und so ist es auch, aber unter anderem. Ich möchte auf diese Form zu sprechen kommen. Ich habe vorhin eingangs diesen Film Cyrano de Bergerac angesprochen. Das Tollste an diesem eher rührseligen Film ist die Sprache, weil der ganze Film, alle Dialoge, alles, was passiert, läuft in Versen. Alles, was er Ihnen jetzt zusammengefasst hat, erfahren Sie als Leserinnen oder Leser aus Briefen. Wir haben zwar nicht mehr Ende des 18. Jahrhunderts, aber Alban Nicolai Herbst wagt es, einen Roman ganz allein in Briefen zu schreiben. Ganz allein stimmt dann doch wieder nicht, weil es auch ein Zwischenstück gibt, das in Noten ist, und zwar, so viel darf ich verraten, von Beethoven. Also wenn Sie der Bratschenstimme mächtig sind, können Sie dann auch für sich die Melodie mitsummen. Aber ansonsten sind es Briefe. Und ich habe den Eindruck, Alban, dass im Grunde genommen die Briefe zu einem Gegenüber sprechen. Es gibt eine Adressatin, an die sie gerichtet sind, und das verstärkt den Eindruck, dass man diesen ganzen Roman eigentlich laut sprechen könnte, laut lesen könnte, sollte, wie auch immer. Ich empfehle mal jeder das einmal auszuprobieren. Zumal er ein Roman auch ist, der sehr viel mit Rhythmik und Klanglichkeit arbeitet. Wir werden das gleich in einer Leseprobe hören, aber kannst du zu diesem Aspekt vielleicht noch etwas sagen? Naja, das eine ist, es sind Briefe, auf die es nie Antworten gibt. Nie.
Und dahinter steht, es gibt von Rilke den Satz, das Liebesgedicht spricht nicht zur Geliebten, es spricht zur Welt. Was wiederum bedeutet, dass jeder von ihnen, da steht du, jeder von ihnen fühlt sich wie in klassischer Literatur angesprochen, lieber Leser. Und ist möglicherweise auch gemeint. Das macht diese Briefform so weich und so schmiegsam. Ich kann unendlich viel mit dieser Briefform machen. Und die Möglichkeit des sich Identifizierens ist bei einem Brief, den man dann liest. Stell dir vor, so beginnt hier nachher eine Szene, die ich kurz lesen werde, eine kleine. Stell dir doch bitte vor. Das muss dann gar nicht die Triestina sein, das sind dann sie, die sich das vorstellen. Ja, und das passiert automatisch. Das macht es so reizvoll. Wie reizvoll das ist, werden wir jetzt hören in einem ganz, ganz kurzen Auszug, der zwei Dinge, eigentlich drei Dinge anreißt. Sie werden das Verrätselte dieses Romans, der sehr viel Assoziationsräume eröffnet und sich ganz oft Eindeutigkeiten verweigert, werden Sie hier an dieser Stelle empfinden. Dann spielt das Thema Mythos sehr hinein in diesen Roman. Das wird gleich auch anklingen. Und was wir jetzt hören, ist auch ein Vorgriff auf das letzte Drittel oder die letzte Hälfte des Romans, wo die Topographie der Stadt Triest in Norditalien durchmessen wird. Und wie das klingt, hören wir jetzt. Notwendigerweise wirst du dich nicht erinnern. Aber einige Wochen, nachdem es bei euch zu den ersten mysteriösen Geschehnissen kam, an denen ich selbst wahrscheinlich nicht unbeteiligt sein werde, wird im Museo Rivoltella eine Venere di Casomare ausgestellt werden. Das ist bislang natürlich nur eine Idee. Wäre es aber jetzt schon geschehen, hättet ihr sie euch ansehen wollen, Lars und du, als er zum ersten Mal in Triest war. Obwohl ihr diese Venus erst mit San Domeneghis Venere di Trieste verwechselt hättet der Brunnen Venus am Rand der Piazza Unità d'Italia. Freilich hättet ihr dann nicht gewusst, was ihr bei ihr sollt. Es heißt ja nicht von ungefähr, sie habe, wie ihre quasi Schwester, die Thetis-Figur an der Nordseite des Lloyd-Gebäudes, seit dem September 1938 ihre Strahlkraft verloren. So dass Triest einer neuen Liebesgöttin schon seit langem bedurfte, einer zumal, die ein solches Geheimnis wie jene umgebe. Wobei sie, von der ihr in wahrscheinlich Il Piccolo, deiner Tageszeitung, gelesen hättet, allerdings einiges Unbehagen ausgelöst habe, eine ganz gewiss irrationale Furcht, die sich dennoch physisch geäußert, nämlich bei nicht wenigen Betrachtern als sozusagen spontane, was ihr sofort komisch gefunden hättet, Bindehautentzündungen. Insofern konnte die Brunnen-Venus eigentlich gar nicht gemeint sein. Doch wäret ihr eh zu spät von der Grotta Gigante zurückgekommen und tags darauf hätte euch anderes, intimeres abgehalten. Danach wäre es zu spät gewesen, weil Lars zurück nach Berlin musste. Dies aber allein als einen Vorgriff erzählt, wie wenn er Erinnerung wäre. Also dieses Triest oder ein verwandtes Triest erwartet sie. Alma Nicolai Herbst hat zu Beginn etwas über dieses Liebespaar, dieses nun voneinander getrennte Liebespaar erzählt, diesem Komponisten in Berlin und dieser Frau in Triest, einer Literaturwissenschaftlerin. Und er hat schon angedeutet, wenn Sie halbwegs diese Liebesgeschichte überblicken, wurde es dem Briefeschreiber, ich will nicht sagen zu langweilig, aber er hat diesem Liebespaar mehrere zur Seite gestellt und wir springen in eine solche weitere Geschichte und wir springen aus Triest, wo wir eben gewesen sind, nun in eine Stadt, die Ihnen wohl bekannt ist, vermutlich nämlich nach Frankfurt. Stell dir einen Blumenladen vor.
Nicht sehr groß und aber auch nicht, wie meistens bei uns in Berlin, vietnamesisch geführt. Doch aber weshalb nicht gerade das? Ja, auch im Bankenviertel Frankfurts am Main. Vielleicht müssen wir, um gleiches Schicksal zu verhüten, aus unserer Kultur hinaus. Von vietnamesischer weiß ich freilich wenig. Weshalb der junge Mann an Geralds Seite, der ihn zum Blumenkauf begleitet, es ist noch seine Stalking-Phase, erinnere dich, jeden Tag eine Rose in Wiebkes Büro, nicht bemerkt, dass die junge asiatischstämmige Frau eine Vietnamesin gar nicht ist, sondern Nihonesin. Es interessiert ihn auch nicht. Nur wenn er Gerald zwar längst zurück zu seiner Frau will, hängt ihm doch der Scherrenski betörende Kraft weiter so sehr an, dass sie auf den jungen Mann spontan hinübergleitet und ihn die von dem roten Haar ohne dies seit langem angelockte Kitsune spüren lässt. Er spürt sie, nicht die Floristin schon selbst, von der die Kitsune in dem Moment Besitz ergreift, als die beiden Männer, der Ältere und der Jüngere, den Laden an dem sternförmigen Zeklisplatz betreten, Ulmen, Ecke, Rüsterstraße. In dem geduckten Vorbau ist er unter einem Flachdach untergebracht, das dem säulengeschmückt pompösen, seinerseits Vorbau des sonst eher sachlich neoklassizistischen Hauses Rüsterstraße 2 als Terrasse dient. Dort kauert das Geschäftchen im Schatten der enorm hoch und schmal Reinheit als architektonische Macht repräsentierenden schimmernd blauen Falli aus Glas und Metall. Selbst in den Himmel stößt diese Macht hinein, vor der der Blumenladen sich unter der vorgezogenen Markise in seinem zurückgenommenen Eckchen direkt neben dem Sophias duckt. Wiederum zum Eingang des Lädchens ums Eck auf den Platz hinaus, direkt über dem mit Blütengestecken dekorierten Fenster am vorderen Rand des Flachdachs, erhebt sich quasi animiert vorm B des Wortes eine Margarite, deren Pappus aber nicht gelb, sondern wie Buchstabenfolge rot ist, in kleinbürgerlicher Schreibschrift die Lettern Blumen. Der junge Mann an Geralds Seite heißt Michael Bartels, und ist als Azubi in der von jenem geleiteten Abteilung sein, ich habe es kurz schon erwähnt, sozusagen Mündel. Die Bank gehört zu den Wolkenkratzern, in deren Schatten das Lädchen geduckt ist. Die Gerald anvertraute Abteilung selbst befindet sich im 23. Stockwerk, zu dem vom Seklesplatz sozusagen die Jakobsleiter zwar nicht in den Himmel führt, doch in die Antichambre des Reichtums hinauflockt, weshalb sie auch eher ein Aufzug ist, ein hochmoderner Jakobslift. Wer schafft schon zu Fuß den Babelturm hoch? Jedenfalls hat Gerald über den jungen Mann seine Fittiche gebreitet, er mag den nerdigen Blondshop sehr, deshalb nahm er ihn auch mit, nicht um die Rose für Wiebke zu kaufen, das liegt nur auf dem Weg, sondern um nachher mit ihm essen zu gehen. Die Mahlzeiten in der Kantine sind sogar in der Bank ein unzumutbarer Fraß. Und um ins firmeninterne Chefrestaurant zu dürfen, hat selbst Gerald noch Workouts nicht genug exerziert. An der jungen Dame wiederum, der Blumenverkäuferin, fällt gleich nach dem roten Haar die für ihre Ethnie ebenso ungewöhnlich schmal hervorstehende, sogar leicht gebogene Nase auf. Irgendetwas Keltisches ist also ohne dies in ihr. Wir könnten, Schönste, von demselben Skizauber sprechen, der damals auch durch dich gewirkt hat, als dir Lars zum ersten Mal begegnet ist. Er ist kulturell nur anders kodiert und, was du besser weißt als ich, wirkt auf den Ursprung zurück. Daraus sich zu lösen, bedarf wahrscheinlich auch hier eines Opfers, das des so unversehens Geliebten. Auch deshalb sterben Dichter früh. Aber davon will ich nicht sprechen. Moment, ich muss das Ding finden. Ah ja, gut, da bin ich. So. Ah ja, genau. So, die Szenen sind ineinander erzählt, deswegen muss ich ein ganz klein bisschen hier reinnehmen. Und wirft ganz eine Ski schon selbst ihr Medusenhaar zurück, von dem bei der Nihonesin eine Rede nicht sein kann, so glatt wie ihres anliegt. Es fällt fast kantig über die Stirn bis auf die Augenbrauen. Und ist genauso eckig rundherum geschnitten, sodass die kinnlange Frisur fast wie ein roter Holzhelm wirkt, den Manga-Augen gleichsam der Rahmen und irritierend mit des Lädchens Dachaufschrift Blumen korrespondierend. Michael ist komplett fasziniert. Und dass sie auch noch Josei heißt
wobei sie ihren Namen natürlich noch nicht nennt, denn sie bedient ja gerade Geralt. Michael hätte aber ohne dies die Bedeutung nicht verstanden. Nun will zwar Geralt nur eine Rose haben, aber die schönste, die der kleine Laden vorrätig hat. Lächelnd legt ihm die junge Frau eine nach der anderen vor, muss aber dazu immer wieder rechts das Treppchen in den angeschlossenen Raum hinab, in dem auf der weißen Platte eines schmalen Holztischs die, wenn von Josei als Ikebana selbstverständlich, Sträuße gesteckt und ihre Stiele zusammengebunden werden. Bisweilen kommen sie noch in eine transparente Verhüllung mit manchmal einer Schleife und dem Verehrungskärtchen dran. Geralt kann sich nicht entscheiden, sodass du jetzt erfährst, weshalb eigentlich er diese Seite seines Stalkings fortan einstellt. Es insgesamt noch nicht. Oder vielleicht doch? Ist Michaels spontanes Dazwischengehen in den so schleppenden Rosenverkauf für Geralt eine Art Rettung, weil sie ihm den Strafbeschluss erspart? Der alles furchtbar schwierig macht und eben nicht nur für ihn, sondern ganz besonders für die kleine Nasrin. Für die ist es wahrscheinlich sogar schlimmer, wenn Wiebke in ihrer Belästigungsnot den Anwalt einschalten muss. Jetzt lässt sich das verhindern. Nämlich kann ich bezeugen, dass sich Michaels Vorstoß nicht nur die nihonesische Ski gewinnt, sondern sich Geralt unversehens schämt. So schöne Rosen, aber als Nötigungswaffe benutzt? Indessen Michael, woher hat der grüne Bursche das? Ich meine, er sieht doch wirklich wie ein Nerd aus. Nein, keine Porsche-Brille, aber so ein schlagsiger Leib in diesem Konfirmandenanzug, der alles noch viel schlimmer macht. Um von dem Schlips zu schweigen. Und eine Brille eben doch runde, von dünnen Kunststoffrahmen eingefasste Gläserlein. Ja, dünn. Und irre knallebunt. Dazu dieser Versuch eines, ich schreibe mal euphemistisch, Barts, der zwar durchaus zu erahnen ist, aber sich schon über den seitlichen Kiefern aufzugeben scheint, in Wahrheit auf vorgeschobene Stellungen setzt, die aus der glatten Wangenhaut wie Palisadenfors aus fisseligem Stoppelhaar ragen und an Neuronen erinnern, denen die Neuriten fehlen. Also Akne-Probleme hat diese Babyhaut insgesamt nicht. Genauso wenig wie des jungen Mannes Selbstbewusstsein mit sich hadert. Wir nehmen die hier, sagt er entschlossen. Seine ziemlich gutturale Stimme will zur physischen Erscheinung irre wenig passen und greift unter dem rechten Arm seines Tutors durch, dem das ein bisschen die Stimme verschlägt. Ich darf doch, oder? Fragt Michael frech. Und zu Josei sagt er sanft, die fast schon dabei war zu winden, nein, kein Grün, nur die Rose. Sie sieht scheu auf, scheint scheu, auch das ist zu merken, dass sie einzig die Form wahren will. Tatsächlich hat sie Michaels Übertritt deutlich gespürt, ohne freilich den Hintergrund zu kennen. Gestern war Neumond, sie ist hochsensibel, ihr Interesse an dem Jungen geweckt. Nun läuft auch dieses auf etwas Neues, Volles zu. Nein, bitte auch nicht einwickeln, einfach nur die pure Blume. Schönheit zu verhüllen bedeutet, sie zu lästern. Geralt kommt aus dem Staunen nicht heraus, jetzt wird sein Mündel schon Poet. Der noch nachsetzt, Testosteron, und auf keinen Fall darfst du ihre Dornen wegschneiden. 3,50, richtig? Er legt das Geld auf das Tellerchen, sekundenbruchteils kurz die Idee auf 5 Euro aufzurunden. Ski sei Dank verwirft er sie. Es würde zur Beleidigung werden, wenn er umsetzt, was er vorhat. Nämlich erst einmal mit Geralt den kleinen Laden zu verlassen, wobei ihm die Rose nicht etwa gibt. Schließlich hat er sie bezahlt und sein Tutor immer noch ist baff. Dennoch ist es Geralt klar, auf keinen Fall eine zweite kaufen zu dürfen. Nur dass, wenn Michael ihm jetzt die seine gäbe, er sie ebenso wenig annehmen könnte, um sie dann seiner Wiebke zu schicken. Zumal dem Jungen jetzt die 3,50 in die Hand zu drücken, so kleinkariert wie großkotzig wäre. Geralt hat andere Charakterdefekte, ein Krämer ist er nicht. Ah, ruft Michael aus, als sie draußen auf die Rüsterstraße treten, noch unter der Markise. Habe ich, Herr Greiser, mal bitte noch einen Moment? Weshalb dieser, also Geralt, die Situation amüsant zu finden beginnt. Außerdem seltsam hat sie etwas von Befreiung. Nie wieder Rosen kaufen müssen, denkt er, indem er Michael hinterher schaut, wie der kehrt macht und erneut in den Laden eingetreten ist. Was Geralt nur von ungefähr sieht, weil Michaels Rücken, der vor allem, die Nihonesin halb verdeckt, kann ich indessen schildern. Ein eminenter Vorteil auktorialen Erzählens. Josei ist stolz. Sie hat den beiden nicht nachgeguckt, sondern erst einmal wieder Ordnung geschaffen. Noch steckt sie die verschiedenen Geralt angebotenen Rosen in ihre Gefäße zurück, als sie Michael im Raum spürt, wie er einfach dasteht. Sie spürt sogar seine Blicke auf ihrem Nacken, der, weil sie sich vorbeugen musste, frei liegt.
Die Helmfrisur ist je seitlich verrutscht und lässt die weiße Alabasterhaut ihres Nackens erschimmern. Nicht lange, denn Josei richtet sich schon auf, ohne Hast freilich, sondern so geschmeidig wie fast feierlich und dreht sich so auch herum, zeremoniell ernst geradezu. Michael lächelt ebenfalls nicht, streckt ihr nur die Hand mit der Rose darin ein kleines bisschen zu, dann sagt er leise, die ist für dich. Indem nun Blick in Blick liegt, ihr leuchtend grüner, sein olivbraun melierter, nimmt sie die Rose entgegen, löst ihren Blick, führt ihn auf die Blüte, senkt leicht den Kopf und führt sie an die schmalen Nüstern. Atmet ein, atmet leicht aus, atmet tiefer ein, schaut wieder auf, legt ihren Blick in Michaels zurück und sagt mit fester, einer sirrend feinen aber Stimme, ich arbeite bis 7. Ja, herzlichen Dank, Alba Nicolai Herbst, für diese Leseproben aus Briefe nach Triest. Keine Briefe, ein Roman, oder Briefe doch, aber eben auch ein Roman. Und ja, gerne ist der Autor noch im Anschluss für Sie da. Ich habe nur gleich nebenan noch eine andere Lesung für die Edition Faust. Und das möchte ich erholen, dann komme ich wieder hierher zurück. Wer dann mit mir sprechen will oder zum Verlagsstand kommen. A142. Arco Verlag 142. Und gerne also Alba Nicolai Herbst jetzt beim Hessischen Literaturrat im Doppelpack sozusagen. Danke.